Küsst die Hand, meine Herrschaften, und willkommen zu Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften. Dieser Roman, von dem die ersten beiden Bände 1930 und 32 erschienen, ist so episch, epochal, ellenlang, dass wir ausschließlich die äußere Handlung zusammenfassen. Moment einmal! Ja? Das ist doch Quatsch! Die äußere Handlung ist doch völlig wurscht! Es geht doch um die essayistischen, philosophischen Reflexionen, die den Roman ausmachen. Die sind viel wichtiger! Ja, aber das kann doch kein Mensch zusammenfassen. Also ich bestehe auf den Reflexionen! Bitte. Die wichtigsten Figuren sind er hier, Ulrich, 32, promovierter Mathematiker ohne Stelle, der sich ein Jahr lang Urlaub vom Leben nimmt, um, naja, etwas über sich selbst herauszufinden. Diotima, eigentlich Hermine Tutsi, aber in Ermangelung von Harry Potter war Hermine halt noch kein cooler Vorname, ist eine entfernte Cousine von Uli, die sehr geistvolle Gattin eines höheren Beamten. Dr. Paul Arnheim ist ein preußischer, vielleicht jüdischer Industriemagnat und Schriftsteller mit viel Seele und Sendungsbewusstsein. Graf Leinsdorf ist eine graue Eminenz der österreichischen Politik. Wenn er auf den Tisch haut, dann rollen Ministerköpfe. Bonadea ist eine von Ulis Geliebten, eigentlich verheiratet, aber eben auch leicht lymphoman angehaucht. General Stumpf von Bordwehr ist ein total sympathischer, emsiger, dicker, kleiner Militär. Walter ist ein Jugendfreund von Uli, total künstlerisch begabt, aber jetzt leider Beamter, sehr zum Leidwesen seiner Frau Clarisse, die das auf die Palme bringt, weil sie an Walter nur sein Genie liebt. Gerda Fischel ist die Tochter eines Bankdirektors und eine alte Freundin von Uli, die er vor seinem Auslandsaufenthalt, von dem er gerade zurückkommt, immer besucht hat, aber jetzt sehr vernachlässigt. Zuletzt erwähnen wir noch Agathe, 27, Ulis Schwester, die er viele Jahre nicht gesehen hat. Wir schreiben das Jahr 1913-14 und befinden uns in Kakanien, was Musils wunderbare Umschreibung der österreich-ungarischen kaiserlich-königlichen K&K-Doppelmonarchie ist. Die von Musil selbst veröffentlichten beiden Bände des unvollendeten Romans haben drei Teile. Der erste kurze Teil heißt überraschenderweise eine Art Einleitung. Und los geht's mit dem Wetterbericht. Hoch über dem Atlantik, tief über Russland, dann geht's noch um den Verkehr in der Großstadt. Zwei Leute, die über die Straße gehen, um einen tödlichen Unfall zu sehen, und das alles hat nichts mit dem Rest des Romans zu tun. Natürlich! Das beweist nämlich von vornherein, dass so eine statistisch-wissenschaftlich-objektive Herangehensweise an die Welt zu nichts führt. Na also. Uli wacht eines Morgens total zerschlagen auf. Oh, da haben mich drei auf der Straße verprügelt und beklaut heute Nacht. Und eine total nette Dame hat mich heimgefahren, wollte aber nicht sagen, wie sie heißt. Palim, Palim, da ist sie schon, die nette Dame. Es ist Bonadea und sie wird seine neue Geliebte. Also ich bin nach der Schule ja erstmal Kavallerieleutnant geworden. Aber man kann sich ja nicht mit allen duellieren. Deshalb habe ich es dann als Ingenieur versucht und bin bei der Mathematik hängen geblieben. Das ist halt absolut analytisch verlässlich. Uli besucht dann Walter und Clarisse, die immer exzessiv Klavier spielen. Pam, 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 pa, pa, sehr zum Unwillen von Clarisse spielte Walter jetzt immer Wagner. Und die so, ich weiß ja nicht, ob aus dem noch ein Künstler wird, was meinst du? Tja, und kaum ist er weg. Lass die Finger von dem, der ist schlecht für dich. Das ist ein Mann ohne Eigenschaften, aufgelöst, dekonstruiert in 1000 Einzelteile. Ich hingegen bin ganz und einfach. Und er will sich so ein bisschen an sie ranmachen, denn er wünscht sich nichts sehnlicher als ein Kind von ihr. Ich muss aber raus. Pam, pam, bram, pa, pa. Also mich beschäftigt ja der Fall Moosbrugger total. Das ist dieser Zimmermann, der eine Prostituierte umgebracht hat. Ja, das bin ich gewesen. Und er setzt sich für seine Begnadigung ein und erwähnt es gegenüber den Frauen in seinem Leben. Dann schreibt sein Papa ihm. Hallo Sohn, mach einmal endlich Karriere. Erstens gehst du zu meinem Kumpel Graf Stallburg, der gibt dir eine Empfehlung. Zweitens wird eine Feier zum 70. Thronjubiläum seiner Majestät in 4 Jahren geplant. Da klingst dich bitte ein. Das nennen wir übrigens Parallelaktion, weil die Deutschen das lächerliche 30. Thronjubiläum ihres Monarchen feiern und wir sie ein bisschen ärgern wollen. Und drittens gehst du mal zu deiner Cousine, Frau Tutzi. Servus Papa. Der Stallburg gibt ihm dann eine Empfehlung für den Grafen Leinsdorf, aber da gehe ich nicht hin, höchstens mal zu meiner Cousine. Und das ist niemand anderes als Diotima. Ich habe sie schon erwartet. Wir müssen eine ganz große Idee verwirklichen. Und wie machen wir das? Naja, dazu gibt's ja dann die Ausschüsse. Wir sind für die Idee und die Seele zuständig. Die ist aber gefährlich schön. Die ist aber gefährlich intelligent. Als nächstes gewinnt sie aber den Arnheim für die Sache der Parallelaktion. Ich komme als Preuße ja nur nach Österreich, weil sie hier noch Seele haben. Der Verstand tyrannisiert unser Leben. Genau. Und als er weg ist, ich habe eine geniale Idee. Den mache ich zum Sekretär der Parallelaktion, weil er nämlich Preuße, aber Ösi-Fan ist. Dann macht der Uli mit der Bonadea Schluss und sagt Tschüss. Und die so, das kannst nicht machen. Und dann geht er auf der Straße spazieren und wird Zeuge, wie ein Arbeiter von einem Polizisten verhaftet wird. Majestätsbeleidigung, das war doch keine Majestätsbeleidigung. Und sie sind auch verhaftet. Und er so, Schluck, mein Papa ist aber Abgeordneter. Und der so, wie bitte? Ach so, der Graf Leinsdorf sucht sie, weil sie nicht im Adressbuch stehen. Sie können gehen.
Und der so, da muss ich da wohl doch hingehen. Und so kommt es, dass Uli wieder eigenen Willen und wieder Willen Diotimas doch zum Sekretär der Parallelaktion wird, wie das Schicksal es vorausbestimmt hatte. Bei Diotima findet dann die konstituierende Sitzung dieser ganz privaten Aktion statt, wo wirklich sehr, sehr viele Leute aus der Öffentlichkeit dabei sind und die auch immer so, Graf Leinsdorf, das ist übrigens Dr. Paul Arnheim, Scheiße in Preuße, ich hasse sie. Und dann hält der eine bewegende Rede. Wir sind hier, weil aus der Mitte des Volkes eine große Aktion aufsteigen soll und wir sagen dem Volk, was das sein soll. Und dann kommen solche tollen Vorschläge wie, machen wir eine Suppenanstalt? Ich habe als General ja nichts zu sagen, aber wie wäre es, wenn wir zur Friedenssicherung ein bisschen aufrüsten? Uli bemerkt die ganze Sitzung über eigentlich nichts, außer dem hübschen Dienstmädchen von Diotima, das ist die Jüdin Rachel, die sich die ganze Zeit mit einem Ziehsohn von Arnheim, einem schwarzen Jungen namens Soliman, rumtreibt, von dem sie später mal schwanger wird. Dann ist die Sitzung vorbei und sie endet mit Ausschüssen. Denn keiner weiß, was das Ganze werden soll, aber alle reden sie drüber und finden das irgendwie cool. Bonadea kommt mal wieder bei Uli vorbei und sagt, kann ich bei der Parallelaktion bitte auch mitmachen? Nee. Kann ich mich dann bitte wenigstens für Moosbrugger und dessen Freilassung einsetzen? Nee. Och, Menno! Und Uli hat noch mit anderen Frauen so erotische Spannungen. Was würden sie tun, wenn sie einen Tag lang König der Welt wären? Die Wirklichkeit abschaffen. Ah, Blödsinn! Dann besucht die Clarisse ihn und sagt, mein Papa hat mich mal fast missbraucht, weil er meine Freundin nicht haben konnte. Okay. Und er besucht dann wieder die Gerda Fischel. Ich bin jetzt mit dem Protofaschisten Hans Sepp befreundet. Ja, aber ihr seid doch Juden. Ja, das ist ja auch nur aus Protest gegen Papa. Und sie wollen mich ja nicht. Knutsch! Und als Uli sich das nächste Mal bei einer der Parallelaktionspartys langweilt, kommt der General stumm vom Bordwehr zu ihm und sagt, sag mal, du warst doch Oberleutnant in unserem Ulanenregiment. Und der so, Mensch. Und dann treffen sie sich mal zu Hause und der General hat strategische Schlachtpläne zeichnen lassen. Diese gedankliche Unordnung geht mir total auf den Senkel. Also habe ich versucht, Ordnung in die Ideen dieser Parallelaktion zu bringen. Und so, faszinierend, aber völlig sinnlos. Du darfst das Denken nicht zu ernst nehmen. Arrgh. Und die beiden bilden jetzt mit Diotima, Arnheim und Leinsdorf den harten Kern der Parallelaktion. Und die Diotima so, jetzt sei doch nicht immer so feindlich gegen den Arnheim. Wird er sie heiraten? Was? Zwischen uns ins, naja, gefragt hat er. Aber bei der Turtelei zwischen den beiden geht's nicht so recht weiter, denn der Arnheim ist ein bisschen sehr damit beschäftigt, seine göttliche Sendung zu überprüfen. Vielleicht werde ich doch Gottes Geschäftsführer auf Erden. Obwohl die Parallelaktion zu Anfang begeistert geheimnisvoll aufgenommen wurde, gewinnt sie mehr und mehr Gegner. Bis nach einer Abendgesellschaft, bei der wieder mal nichts rausgekommen ist, der Graf Leinsdorf sagt, wir brauchen jetzt ein Symbol für die Parallelaktion. Wir müssen endlich mal was tun. Da schaffen wir doch mal Artillerie an. Und der Arnheim so, wir brauchen mehr Seele. Und Uli sagt den denkwürdigen Satz, wir gründen ein Generalsekretariat für die Genauigkeit der Seele. Und alle so, Dann wird der Uli zu Hause von Gerda tatsächlich mal aufgesucht und die so, ich bin hier, weil du mich liebst. Und sie machen miteinander rum und sind schon im Bett und fast ausgezogen. Da bekommt sie auf einmal einen hysterischen Anfall. Ah, es ist doch gar nichts passiert, alles in Ordnung. Dann ist eine Demo gegen die Parallelaktion. Nieder mit Leinsdorf, pfui. Das findet der Leinsdorf natürlich gar nicht toll. Und Uli eilt zu Diotima, wo er aber nur den Arnheim antrifft. Und der so, Dr. Ulrich, machen wir Frieden. Wie wär's, Sie arbeiten für mich? Lernen Sie die dunkle Seite der Macht doch erstmal kennen. Und er sagt erstmal nichts dazu. Als er heimkommt, wartet die Clarisse auf ihn und sagt, der Walter will immer ein Kind von mir, aber ich will, dass du der Vater meines Kindes bist. Oh, Telegramm, mein Papa ist tot. Mein Beileid. Ich will jetzt nicht. Und er kann sie gerade mal noch so davon abhalten, ihn zu bespringen. Jetzt beginnt der dritte Teil des Romans, genannt Ins tausendjährige Reich oder Die Verbrecher. Und bei den Verbrechern geht es um Ulrich und seine Schwester Agathe, die sich anlässlich der Beerdigung ihres Vaters wieder treffen. Hä? Wir haben ja fast das gleiche an. Das müssen Sie sich jetzt vorstellen. Und sie finden sich beide sehr sympathisch, haben die gleichen Vibes. Ich lasse mich übrigens von meinem Mann scheiden, der weiß es nur noch nicht. Und nachdem die Beerdigung vorbei ist, diskutieren sie tagelang und fühlen sich seelenverwandt und irgendwie auch sehr voneinander angezogen. Ich studiere jetzt Mystik und Heilige aller Religionen. Vielleicht ist das ja der Weg zur verlorenen Ganzheit. Ja, ich will auch ganz sein. Das könnten wir ja vielleicht zusammen machen, so als Zwillinge. Wohn doch bei mir. Cool, wir müssen vorher nur noch eins erledigen. Und sie fälscht das Testament ihres Vaters, damit ihr noch Ehemann keinen Pfennig kriegt. Agathe, sei doch nicht so ein Spießer. Dann fährt der Uli erstmal alleine zurück nach Wien und wird vom Generalfreund aufgeklärt, was so passiert ist. Sag mal, wieso machst du eigentlich bei dieser ganzen Parallelaktion mit? Jetzt verstehe ich's.
Der Arnheim will das Öl in Galizien und das kriegt er, wenn er euch Artillerie günstig vertickt, oder? Kein Kommentar, Prost! Bei Walter und Clarisse hat sich so ein Jugendfreund namens Meingast eingenistet, so eine Art esoterischer Prophet, der gibt ihr recht, wenn sie sagt, ich will zu dem Moosbrugger! Und die Diotima ist so darüber frustriert, dass der Arnheim nichts von ihr wissen will. Ich studiere jetzt Sexualkundewerke, das muss man ja alles üben in der Ehe. Und die Bonadea ist jetzt eine ihrer besten Freundinnen, weil sie sich mit der Sexualkunde so gut auskennt. Die Sexualerziehung ist ja sehr wichtig, Uli, du Sirene. Und nach diesem Rückfall in die Beziehung zu Bonadea kommt am nächsten Tag tatsächlich Agathe an und er so, Mikasa ist du, Kasa. Dankeschön. Und sie schläft in seinem Bett und sie reden stundenlang und nichts passiert. Vielleicht ist Selbstmord doch eine Lösung, wenn der sich nie zu was entscheiden kann. Und Uli schreibt ihrem Mann, dass sie die Scheidung will. Der schreibt erbost zurück, du spinnst wohl, du bist sozial schwachsinnig. Und statt dass er sie tröstet, nimmt der Uli das so ironisch auf und sagt, du sozial Schwachsinnige. Und die so, du bist total gemein. Und flieht vor ihm, fährt aus der Stadt raus und kommt zu so einem Grab eines Dichters, wo ihr ein Unbekannter begegnet und sagt, entschuldigen Sie, kann ich Ihnen vielleicht helfen? Nein, schluchzt, ich lasse mich scheiden. Das geht ja gar nicht. Und der ist zwar nett, hält ihr aber eine Predigt und sie ist irgendwie von diesem Professor Lindner, der auch Lehrer ist, fasziniert. Offensichtlich mag sie Männer, die ihr die Welt erklären. Da kommt der General zum Uli und sagt, schnell, wir müssen ins Irrenhaus. Wieso? Na, ich sollte doch eine Besuchsgenehmigung für deine Freundin bei dem Moosbrugger besorgen. Und sie fahren tatsächlich ins Irrenhaus und dann werden sie von so einem Arzt rumgeführt und der sagt, also das sind die lauten Verrückten, die ruhigen Verrückten, die total Verrückten. Ups, die Zeit ist um, jetzt kommen wir gar nicht mehr zum Moosbrugger. Naja, dann das nächste Mal. Und am Abend ist nochmal eine große Veranstaltung der Parallelaktion. Es geht darum, dass die Parole Tat jetzt endlich mal ausgeführt wird. Es muss was passieren, ist der allgemeine Eindruck. Und die Agathe ist auch da, denn die hat der Uli da eingeführt und sie reden miteinander in die Küche. Da kommt der General an und sagt, ups, jetzt ist was passiert. Da ist so ein radikaler Dichter namens Feuermaul und der protofaschistische Freund von der Gerda Fischel sind aneinander geraten und haben eine Resolution verabschiedet. Kein Mensch soll sich für fremde Ideen töten lassen. So was Lächerliches. Und während der harte Kern der Aktion noch weiter diskutiert, verabschiedet sich zunächst die Agathe und der Uli so, ich komme nicht wieder zurück hierher. Bis dahin geht der noch zu Lebzeiten von Musil veröffentlichte Teil des Romans. Dann gibt es noch ein paar Kapitel, die schon druckreif waren. Und da geht es dann um Folgendes. Professor Lindner, Agathes neuer Freund, ist schon so eine Art Heuchler. Der sagt ihr dann nämlich immer, sie dürfen sich auf keinen Fall scheiden lassen. Boah, die ist ja schon echt hot. Und die Geschwister isolieren sich total von ihrer Umwelt, schotten sich von der Gesellschaft ab und philosophieren rum. Was ist Liebe? Und es kommt fast immer wieder fast zum Inzest doch nicht. Dann kommt der General Stumm vorbei und sagt, die Bombe ist geplatzt, es gibt einen Weltfriedenskongress. Wie denn, das habt ihr euch ausgedacht? Nee, das war so ein Gerücht, das aufgekommen ist. Dann haben wir hinterher so getan, als hätten wir das die ganze Zeit geplant gehabt. Und während der Uli mit dem General weiter plaudert, liest Agathe die geheimen Tagebuchaufzeichnungen über solche Themen wie was ist ein Gefühl, was ist Liebe und dann geht sie wieder zu Lindner und so geht der Roman immer weiter und man hat das Gefühl, selbst wenn Musil nicht so früh gestorben wäre, wäre er damit nie zu einem Ende gekommen. Und die Moral von der Geschichte gibt es nicht. Also jedenfalls nicht so einfach in diesem Roman, ja? Dafür kann der andere Sachen. Schon 100 Jahre vor Richard David Precht fragt er, wer bin ich, wenn ja, wie viele und wie kann ich eigentlich mit diesem zersplitterten Rest ich leben? Die Antwort, die Musil gibt, ist, wir können uns nicht populistisch dumm stellen, wie das der Arnheim oder der Protofaschist Hans Sepp tun. Aber wir können versuchen, tolerant, ironisch auf unsere Umwelt zu schauen, Frieden mit ihr zu machen und zu lernen, was Lieben heißt. Und das, liebe Gemeinde, war Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil. Vielen Dank.